Was ist Hagrids Patronus? Was ist mit Hermines Tasche? Und was haben Pettigrew und McGonagall gemeinsam? Heute gibt's 3 kurze Fakten und ich hoffe, dass ihr mindestens einen davon nicht kennt. Los geht's! Hagrid hat keinen Patronus. Wie ihr wisst, ist dies ein sehr schwerer Zauber und Hagrid war kein guter Zauberer. Da er im 3. Jahr sowieso verwiesen wurde, machte das für ihn die Situation nicht einfacher. Leider konnte Hagrid auch deshalb wahrscheinlich nie einen Patronus beschwören. Aber was denkt ihr? Was wäre sein Patronus geworden, wenn er diesen Zauber erlernt hätte? Ich kann nicht genau sagen was, aber ich gehe sehr stark von einem brutalen Tier aus. Die Tasche von Hermine. Wie wir alle wissen, war die Tasche von Hermine im 7. Buch illegal. Der Zauber, den sie für ihre Tasche benutzt hatte, um sie innen groß zu zaubern, wird von dem Zaubereiministerium als strafbar angesehen. Dennoch hat Hermine dafür keine Strafe erhalten, da sie eine große Rolle spielte bei dem Tod von Voldemort. Ja, also, ich sag mal so, die Tasche wäre ein Traum für jeden Menschen, oder? Die Tasche ist Hammer und in Newts Film sehen wir es ja nochmal. Also nicht umsonst ist die Tasche so geil. McGonagall und Peter Pettigrew. Genau, was haben die zwei gemeinsam? Sie sind in Gryffindor, ja, aber ich rede von was anderem. Diese beiden sind Hutklemmer. Wie ihr wisst, überlegt der sprechende Hut manchmal länger, um zu entscheiden, in welches Haus der Schüler soll. Rowling gab bekannt, dass es 2 Schüler gab, bei denen der sprechende Hut länger als 5 Minuten überlegte und somit zu sogenannten Hutklemmer wurden. Der sprechende Hut konnte sich bei Minerva McGonagall nicht entscheiden, ob sie in Ravenclaw oder Gryffindor einsortiert werden sollte. Und entschied sich dann, wie wir alle wissen, für Gryffindor. Bei Peter Pettigrew jedoch schwankte der Hut zwischen Slytherin und Gryffindor. Ich muss einfach sagen, ja, beides macht Sinn, beides passen, aber diese eine Aussage, McGonagall ist so eine starke Gryffindor, also kann ich mir kaum anders vorstellen. Und bei Peter Pettigrew macht es auch irgendwo Sinn. Muss man ja auch ergänzen. Auf jeden Fall, meine Frage an euch, in welchem Haus wärt ihr gekommen? Jeder hat seine Meinung. Ich gehe davon aus, dass ich in Gryffindor wäre. Aber wer weiß es. Und in welchem Haus seid ihr? Vielleicht habt ihr auch den Test gemacht. Meins ist schon so lange her, dass ich es wahrscheinlich schon vergessen habe. Auf jeden Fall, welcher dieser Fakten ist für euch neu? Welche dieser Fakten habt ihr noch nie gehört? Schreibt das doch bitte in den Kommentaren und abonniert doch, wenn ihr so nett sein wollt. Wenn ihr weiter von solchen kleinen Videos haben wollt, von Fakten, alles was wir finden können, und da gibt's einiges, können wir das machen. Aber zeigt uns das doch mit einem Like. Das war's von uns, bis zum nächsten Mal, bye bye!